Die Eierindustrie hat es geschafft, das Image des Eis so als unberührt, natürlich, rein aufzubauen. Für mich ist es mittlerweile genau das Gegenteil davon. Ausbeutung und Leid. Wir wollen wissen, wie viel Bio steckt im Bio-Ei? Es ist eine totale Lüge, das ist Etikettenschwindel. Wir schauen uns an, wie die Zustände in Bio-Legehennenanlagen sind und werden Schockierendes finden. Wir zeigen, dass Bio nicht gleich Bio ist und mit welchen legalen Tricks sich Eierfabrikanten das Bio-Siegel erschleichen. Jährlich werden in Deutschland rund 1,1 Milliarden Bio-Eier gegessen. Eine stolze Zahl. Und diese Eier müssen ja auch erstmal gelegt werden. Um als Bio zu gelten, dürfen eigentlich nur 3000 Hühner in einem Stall gehalten werden. Doch in der Realität ist das nur selten der Fall. Zum Beispiel Brandenburg. Hier stammen 90% der Bio-Eier aus Massenproduktion. Doch wie kann Massenproduktion gleich Bio sein? Laut EU-Verordnung erhalten Eier ein Bio-Siegel unter folgenden Bedingungen. 6 Hühner leben auf einem Quadratmeter Stall. Dazu muss es 4 Quadratmeter Auslauf pro Huhn geben und ausschließlich Biofutter. Tricksen die Massenhersteller oder sind alle Bio-Eier wirklich Bio? Sibylla Keitel und Thomas Preuß engagieren sich seit Jahren in einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer konventionellen Legehennenanlage in ihrem Ort. Vor allem in der brandenburgischen Uckermark gibt es immer mehr Bauanträge für riesige Legehennenanlagen. Auch für Bio-Eier. Bio ist der absolute Trend und Bio scheint also die große Zauberformel zu sein, um sich ein gutes Gewissen zu verschaffen. Und da setzen natürlich jetzt auch die großen Ketten drauf. Und dass Bio aber nicht zum Preis von Ramschware zu haben ist, wird jetzt langsam immer mehr enthüllt. Jedes Ei hat einen Zahlencode-Stempel. Damit lässt sich herausfinden, woher das Ei stammt. Und Sibylla Keitel macht genau das. Sie haben bei verschiedenen Discountern Bio-Eier gekauft und gehen nun auf die Suche, was für ein Betrieb hinter dem Ei steckt. 1, 2, 7, 3, 3, 5, 1. Oh, Graz! Das ist ja ein Ding. Das ist Graz. Das ist Aldi und das Lidl-Ei. Das ist auch Graz. Kontrolliert biologische Erzeugung. Graz. Da sieht man ganz deutlich, wie abgefressen, zertreten, zerscharrt die Auslauffläche ist, dass da kaum noch grün ist. Die Satellitenbilder zeigen, hier leben nicht nur 3000 Hühner. Das sieht nach Agrarindustrie und nicht nach Biohof aus. Die Anlage liegt im Norden von Brandenburg. Sibylla Keitel und Frank Preuß wollen sich vor Ort ein Bild machen. Laut einer Liste des Landes Brandenburg werden hier fast 40.000 Hühner gehalten. Was eigentlich nicht sein kann, dass hier zwei dicht nebeneinander liegende Ställe sind von 39.999 Hennen. Das geht gar nicht. Eigentlich dürfen es nur 3.000 Hühner pro Biostall sein. Doch die Eierfabrikanten nutzen einen baulichen Trick. Sie unterteilen einen riesigen Stall in einzelne Abteile mit jeweils 3000 Hennen. Jedes Abteil hat auch seinen eigenen Auslaufbereich. Somit können ohne Probleme zehntausende Hühner auf einem Hof gehalten werden und erfüllen trotzdem den Bio-Standard. Man sieht eben nicht, was da drinnen stattfindet. Das ist ja hier auch hoch abgezäunt, wie so eine Art Hochsicherheitstrakt, und man soll es ja auch nicht sehen. Aber man ahnt Furchtbares. Auf Nachfrage zu den Haltungsbedingungen antwortet uns die Betreiberfirma. Die Haltung unserer Biohühner erfolgt nach den strengen Biorichtlinien, die EU-weit gelten. Das Aneinanderreihen von abgetrennten Stallteilen ist in ganz Deutschland sowie in der EU überall anzutreffen und entspricht der EU-Verordnung. Es gibt keinen Nachweis auf einen positiven Effekt auf Tiere, wenn die Tiere in kleineren Stallteilen gehalten werden. Doch Bio heißt auch nicht automatisch, dass es den Hühnern gut geht. So sah es in einem deutschen Biostall aus. Gefilmt wurden diese Bilder von Animal Rights Watch, einer Tierschutzorganisation. Seit mittlerweile 8 Jahren decken sie immer wieder Missstände in Bio-Eier-Großanlagen auf. Bilder, die man eher aus der konventionellen Massentierhaltung erwartet. Doch hier wurden wirklich Bio-Eier produziert. Wir haben untereinander diskutiert, weil wir gesagt haben, immer wenn wir einen konventionellen Betrieb veröffentlichen, dann sagen ganz viele Leute, ja, aber Bio-Tierhaltung ist die Lösung der Probleme. Da geht es den Tieren gut. Und deswegen haben wir damals 2012 gesagt, na gut, dann filmen wir jetzt Bio-Ställe.
Ich möchte meinen Namen nicht gerne sagen, nur weil ich es nicht mag, wenn man über lange Jahre dann im Internet noch mit seinem Namen findbar ist und dort sehr viel Hasskommentare dann mit mir persönlich verbunden werden. Die Tierschützer sind im Herbst 2019 in Brandenburg unterwegs. Wir haben uns für den Hof entschieden, weil also es gibt da eine Goldgräberstimmung, gerade Bio-Legehennenbetriebe aufzuziehen. Die Kadavertonne lässt Schlimmes erahnen. Sie ist randvoll mit toten Hennen. Ja, das ist Biohaltung. Also drinnen ist es nichts anderes als Bodenhaltung. Und tagsüber, wenn die Tiere raus können, dann ist es halt wie Freilandhaltung. Mit dem Unterschied, dass dann Biofutter gefüttert wird. Hier ist jetzt die Tür zum nächsten Abteil. Schauen wir mal. Da kommen die nächsten 3000. Also das ist das, worum es geht. Und das, was man hier sieht, ist dann jetzt Bio-Tierhaltung drin. Also unterscheidet sich nicht von konventioneller Bodenhaltung. Man hat diese Metallregale, man hat unten hier so einen staubigen, zunehmend zugekoteten Boden. Ich bin halt immer wieder fassungslos, dass das halt wirklich von den Leuten als Bio abgekauft wird. Also die Leute kaufen ja im Supermarkt eine Produktpackung, wo irgendwie eine grüne Wiese drauf ist und irgendwie zwei Hühner und ein Hahn oder so. Und denken, okay, prima, habe ich mein Geld extra für bezahlt, dass ich jetzt ein gutes Gewissen habe. Aber das ist halt in Wirklichkeit Bio. Die werden jetzt hier ungefähr ein Jahr als Legemaschinen benutzt, legen auch in der Biohaltung 300 Eier ungefähr in diesem einen Jahr. Dann lässt die Legeleistung nach und dann werden sie als Suppenhühner verkauft. Sieht man bei diesem Huhn schon so ein bisschen, das geht halt schon so in Richtung gerupftes Suppenhuhn. Für mich zeigen diese Aufnahmen, diese Regale, diese Tausenden von Tieren auf diesen Metallregalen, dass es sich eigentlich für uns Menschen nur um Maschinen handelt. Und auch so kann Bio aussehen. Hier auf diesem Bauernhof in Seelow in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Hof von Anna und Lukas Propp leben 6600 Legehennen. Auch diese Eier haben das Bio-Gütesiegel. Bei uns leben glückliche Hühner. Sie leben hier wesensgemäß. Unser Leitspruch ist ja so ein bisschen, kenne deine Henne. Das ist natürlich schon so, dass wir nicht alle unsere 6600 Hennen persönlich kennen. Aber es ist so, was dahinter steht. Die Tiere sind in zwei mobilen Ställen untergebracht. Der Auslauf ist immer wieder woanders. So kann sich der Boden erholen und die Hühner werden weniger krank, weil sie nicht im eigenen Dreck scharren müssen. Generell entspricht es absolut nicht meiner Philosophie, was heutzutage halt Biolege-Hennenhaltung mit sich zieht an ganz vielen Stellen. Dass, wenn man sagt, man möchte an Discount Eier liefern, dann kriegst du diktiert, so und so viel Cent kriegst du für dein Bio-Ei. Und dann überlegst du dir, puh, mit 6.000 Hennen wird das ein bisschen knapp, mach ich lieber 30.000 Legehennen, dann rechnet sich das. Auf ihrem Hof arbeiten 10 Leute, die sich um die Hühner kümmern. In den Biomassentieranlagen arbeiten mancherorts nur 2 Arbeitskräfte bei 30.000 Legehennen. Wir liefern quasi die Bilder, wie sich der Verbraucher das vorstellt. Und dann denkt er, wenn es bei denen so aussieht, dann wird es ja wohl überall auch so aussehen. Bei uns steht auch Bio-Eier auf der Packung, genau wie beim Discounter 6 Bio-Eier auf der Packung steht. Da steht das Gleiche drauf. Natürlich ist das nicht fair, aber das ist ja, der Markt, in dem wir uns bewegen. 2021 wird das neue EU-Bio-Recht in Kraft treten. Doch die Unterteilung von riesigen Hühnerställen bleibt auch dann weiterhin erlaubt. Mit dem Willen der Politik. Und so müssen wir uns selbst fragen, wie bio sind Discounter-Bio-Eier wirklich? Fühlt ihr euch getäuscht vom Bio-Siegel? Schreibt es uns in die Kommentare.